Episode 6 und es geht ins Studio. Ich will deswegen gar nicht lange quatschen, wir gehen ans Eisen und jetzt lernt ihr alle Bizepsübungen kennen. Viel Spaß dabei. Hier sind wir jetzt bei den klassischen Langhantel-Curls. Die Langhantel-Curls sind im Prinzip die Übung, die jeder kennt für den Bizeps. Man hat eine lange Stange in der Hand und führt die nach oben. Hier gibt es ein paar Sachen, die wir dabei beachten müssen. Und es ist auch ganz wichtig, vorab zu klären, man hört sehr viel, dass diese Übung ungesund sei für die Handgelenke. Weil die Handgelenke hier in einer maximalen Supination sind, sprich die Daumen werden nach außen gedreht. Ich muss das bestätigen für mich selbst. Mein Handgelenk tut es nicht gut, wenn ich das mit hohem Gewicht mache. Aber so manch einer kommt damit auch zurecht. Pauschal kann man das nicht sagen. Ansonsten kann man Abhilfe schaffen mit der SZ-Hantel. Kommen wir gleich zu. Im Prinzip nehmen wir die uns und fassen die ja, etwas mehr schulterbreit ungefähr oder etwas mehr an. So, dass es komfortabel ist. Hier gibt es auch keine Regeln. Und anschließend gehen wir, Oberarm bewegt sich dabei nicht und Ellbogen bleibt am Körper, gehen wir von der maximalen Streckung hoch, bis wir nicht mehr weiterkommen. Bis wir quasi eine natürliche Grenze erreichen, wo der Unterarm gegen den Bizeps drückt. Und wieder nach unten. Wichtig ist, ich zeige nur ganz kurz einmal, wie man es falsch macht, wenn die Ellbogen zu weit hinten sind. Das wollen wir nicht, denn ihr seht, der Radius verkleinert sich. Und wir wollen auch nicht zu weit nach vorne gehen und die Schultern mit beteiligen. Wir bleiben hinten, Arm in der Streckung und nach oben. Bei dieser Übung mit der Langhantelversion ist jetzt vor allem, wie wir es gelernt haben, der lange Bizepskopf, sprich der Außen, beteiligt. Und weniger, was heißt weniger? Weniger als der lange, der kurze Bizepskopf, der den Bizeps in die Höhe schießen lässt. Jetzt machen wir das direkt mit einer SZ-Hantel. Ich habe mir jetzt mal eine schöne SZ-Stange besorgt. SZ-Stange bedeutet, wir haben hier diese klassische Biegung drin. Es gibt auch noch eine Variante, wo die Biegung so stark ist, dass wir fast in einem Hammergriff sind. Das heißt, dass wir wirklich die Handflächen senkrecht zum Boden haben. Diese hier ist die ganz normale SZ-Stangen-Variation und die können wir vor allem in zwei Griffen benutzen. Einmal der enge Griff und einmal der breite. Ich demonstriere jede Variante einmal. Wichtig ist, ähnlich wie bei den Langhantel-Curls, die wir davor haben, machen wir das hier in einer Full Motion. Die Schultern gehen nicht zu weit nach vorne und die Ellbogen nicht zu weit nach hinten. Der Oberarm bleibt gerade neben dem Körper. Wir gehen von der Streckung bis nach oben. Kleinen, engen Griff habe, dann geht das vor allem ein wenig mehr auf den Brachialis, den wir mittrainieren. Brachialis gehört, wie wir gemerkt haben, nicht zum Bizeps, aber ist ein durchaus beliebter Muskel hier an der Seite, der sich unterhalb des Bizeps befindet. Und da geht es umso mehr, wir wirklich nach innen mit dem Griff gehen, mehr auf den Brachialis. Jetzt können wir das Ganze noch außen machen. Das ist im Prinzip die etwas komfortablere Variante statt der Langhantel-Curls. Wir haben wieder einen breiten Griff, ungefähr so breit, wie wir ihn gerade bei den Langhanteln gefasst haben, haben aber jetzt eine leichte Abschrägung da drin. Und die Abschrägung sorgt dafür, dass wir keine maximale Supination haben und das heißt, dass der Bizeps eigentlich viel allgemeiner trainiert wird und nicht nur der lange Bizepskopf. Ihr seht, die Ausführung bleibt die gleiche. Hoch, Oberarm bleibt dabei gerade, wir gehen mit Ellbogen nicht nach vorne und auch nicht nach hinten unten, lassen den Oberarm komplett neben dem Körper und nur der Unterarm curlt nach oben. Im Prinzip eine simple Übung. Da bin ich wieder und jetzt kommen wir zu den Kurzhantel-Curls. Auch das ist eine klassische Übung. Ihr kennt die klassische Bodybuilder-Übung mehr oder weniger mit den abwechselnden Kurzhantel-Curls. Gehört nicht zu den Sachen, die ich euch jetzt hier beibringen werde. Die ganz normalen klassischen Kurzhantel-Curls haben den Vorteil, dass wir ein Stück weiter gehen als mit der Langhantel, wenn wir ganz runterkommen können. Die Langhantel müssen wir vor dem Körper so ein bisschen halten. Hier können wir jetzt wirklich in eine maximale Streckung gehen, während der Oberarm am Körper bleibt. Und dann können wir im Prinzip hochgehen und die Hantel auch eindrehen. Macht das entweder nach Griffgemütlichkeit
oder eben je nachdem, was ihr mehr trainieren wollt. Ihr könnt das im Hammergriff machen, ihr könnt es auch mal wieder rein im Untergriff machen oder eben natürlich auch in der exotischeren Variante, wo die Unterarme mehr beteiligt sind, aber vor allem der Brachialis in einem Obergriff. Das ist alles möglich und das sind die normalen Kurzhantelkürz. Was ihr machen könnt, und das ist der spezielle Tipp dabei, ihr könnt euch auch nur auf einen Arm konzentrieren. Ist gar nicht mal so schlecht, vor allem weil ihr besser mit dem Oberkörper die Balance halten könnt. Dazu würde ich immer empfehlen, mit dem zweiten Hand mich irgendwo festzuhalten. Ich nehme dafür gerne die Bank, stelle mich dann schulterbreit und ein Bein nach vorne und hinten auf und dann anschließend kann ich mich darauf konzentrieren, nur einen Arm richtig zu trainieren. Schaut dabei eure Präsenz an, schaut euch dabei im Spiegel an. Das hat nichts nur mit Eitelkeit zu tun, sondern vor allem damit, dass ihr eine Kontrolle darüber habt, wie der Oberarm steht. Und den wollen wir weder nach vorne mitbewegen, noch nach hinten. Also wieder Oberarm bleibt still und nur der Unterarm bewegt sich. Das sind sie im Prinzip. Ganz besondere Variante ist Hammer Curl. Der Hammer Curl gehört mit zu den beliebtesten Curl-Varianten mit der Kurzhantel. Und zwar, weil man zum einen ein wirklich gutes Gefühl damit hat, da man die ganz normale, von Natur gegebene Handstellung im Prinzip beibehält. Wenn ihr mal die komfortabelste Stellung eurer Hand beobachtet, dann wird die nicht maximal in der Supination sein. So fühlt sich das nicht mehr so an, genauso wenig wie in der Pronation, sondern mehr oder weniger im Hammergriff. Und genau das machen wir hier. Das Gute dabei ist, wir trainieren unseren schönen Brachialis dabei mit und wir trainieren die beiden Bizepsköpfe recht gleichmäßig mit. Ich nutze dazu auch immer wieder eine Bank. Daran kann ich mich halten, orientieren, aufstützen, kann dann in den Spiegel gucken, seitlich dazu hinstellen. Ich beuge mich ein wenig vor und dann isoliere ich den Unterarm. Nur der Unterarm kommt dran und ich führe die nach oben. Kann wieder hier eine Sekunde halten, nach unten. Und dann natürlich wieder Wechsel. Mit dem schwächeren Arm wie immer anfangen, mit dem stärkeren genauso viel wiederholen wie mit dem schwächeren. Schon habt ihr die Hammercurls zusammen. Ebenfalls ein Klassiker, das sah ich glaube ich bei allen Bizepsübungen, die Konzentrationscurls. Hier haben wir im Prinzip das gleiche System, nämlich Oberarm wird abgestützt und wir haben den vor dem Körper wie bei den Scott Curls. Jetzt machen wir uns nur die eigene Scottbank. Haben wir keine Scottbank in der Nähe und natürlich auch der Unterschied, dass wir mit dem Ellbogen nicht ungefähr auf neben dem Körper sind, sondern dass wir den so ein bisschen eindrehen und das jetzt vor dem Körper alles machen. Dazu haben wir die Hantel vor uns, setzen uns so hin, dass wir den Oberarm aufstützen können am Bein. Und das drücken wir auch nicht weg, sondern halten das wirklich gegen, sodass der Oberarm isoliert bleibt. Wir können also auch hier wieder nicht und machen das sehr isoliert. Greifen uns die Hantel und konzentrieren uns auf den Bizeps, führen das hier hoch, bloß nicht ins Gesicht schlagen und wieder runter. Und das natürlich wieder im Wechsel, anderen Arm bloß nicht vergessen. Das ist der Konzentrationscurl. Alle Varianten, die ich euch für die Kurzhanteln gezeigt habe, kann man natürlich, und das ist der Vorzug bei den Kurzhanteln, auch im Sitzen machen. Manche finden es komfortabler im Sitzen, weil sie dann nicht die Energie aufbringen müssen zu stehen. Andere wiederum finden das Stehen komfortabler, weil sie dann auch mit dem Körper ein bisschen mehr ausgleichen können. Natürlich hat das dadurch im Sitzen auch wieder den Vorteil, dass man es mehr isolieren kann und beim Stehen viel besser Intensivwiederholungen mit reinbringen kann. Eine Variation von den normalen Curls zeige ich euch nun mal im Sitzen, aber im Prinzip alles, was wir gerade gemacht haben, kann man auch im Sitzen machen. Oberkörper bleibt dabei auch gerade und jetzt können wir im Prinzip hier hochgehen. Ihr seht, ich drehe nach den Beinen ein, denn jetzt habe ich natürlich das kleine Problem, dass ich, wenn ich von vorher eindrehe, die Unterarme ein bisschen vom Körper wegführen muss. Aber wenn ich danach eindrehe, ist das kein Problem. Das nur zum Merken, alles was wir im Stehen machen können, können wir auch mit den Kurzhanteln zumindest im Sitzen machen. Hier befinden wir uns an einem Kabeltower. Das heißt, wir haben jetzt
Gewichte und können eine ganze Menge Variationen einbauen, indem wir einfach einen anderen Griff dafür nehmen. Das haben wir schon kennengelernt. Das ist ein Pardon zu dem Langhantelgriff. Im Prinzip greifen wir den von unten. Was wir natürlich auch machen können, den ganzen von oben greifen. Die etwas andere Variante für die meisten ist diese hier. Hier greifen wir schräg. Achtet dabei darauf, dass am Ende solche Noppen sind, da ihr dann nicht nach oben wegrutschen könnt. Im Prinzip, auch damit kann man wieder ähnlich wie bei den SZ-Curls das Ganze machen am Seil. Wir haben natürlich noch Einzelgriffe, um die Arme einzeln zu trainieren. Und wir haben so ein schönes Seil. Das Seil bringt ein bisschen mehr Variation, da wir damit auseinandergehen können. Und deswegen demonstriere ich euch jetzt mal am Seil, aber im Prinzip gilt bei all diesen Variationen, genauso wie bei den Freihanteln, dass man die jetzt nur am Kabel machen kann. Dazu stellt ihr euch ein bisschen weiter davon weg, sodass ihr, wenn ihr runtergeht, nicht mit dem Gewicht aufkommt. Und dann heißt es im Prinzip wieder, Oberarm möglichst gerade lassen neben dem Körper, Unterarme nach oben führen, Ellbogen zusammenlassen und maximal hoch damit und wieder runter. Das Ganze könnt ihr im Stehen machen. Was man auch machen kann, das ist eine Variante dafür, wo wir vor allem dafür sorgen, dass der Oberkörper nicht mitwippen kann und dass wir das ein bisschen isolierter machen, ist das Ganze im Liegen. So, aufstützen und jetzt seht, mein Oberkörper bewegt sich kein bisschen mit und das ist der Vorteil davon. Ich kann nicht mehr. Das geht natürlich für alle Griffe, die ich euch gerade gezeigt habe, die kann man alle auch im Liegen benutzen. Liegen, stehen oder auch wieder in einer Sitzvariante. Eine, finde ich, der wichtigsten Übungen für den Bizeps ist eine Variante, die mit die einzige ist, wo wir den Oberarm auch mal hinter dem Körper haben und ansetzen. Das bedeutet, wir brauchen dafür eine Schrägbank und die Kurzhanteln. Und setzen uns dann hier. Die Schrägbank ist ungefähr so eingestellt, wie ihr es jetzt seht, ungefähr auf 45 Grad. Und jetzt seht ihr schon, der Vorteil, da wir jetzt schräg nach hinten liegen, haben wir jetzt zuerst mal die Oberarme hinter dem Körper. Dadurch kommt der Bizeps in eine noch stärkere Dehnposition, als ohnehin schon, wenn wir Langhantelcurls machen. Und aus dieser gedehnten Position heraus, der Oberarm bleibt wieder gerade und geht nicht mit nach vorne, geht der Unterarm nach oben und wieder nach unten. Achtet dabei auch darauf, mit der Schulter nicht nach vorne zu gehen oder mit dem Ellbogen nach vorne zu gehen. Der Oberarm bleibt wirklich unten und die Ellbogen bleiben möglichst nah am Körper. Ihr werdet die Dehnung wahrscheinlich richtig stark spüren, wenn ihr mit dem Oberkörper auch oben bleibt, die Brust richtig rausgeht. Und das sorgt nochmal für einen ganz anderen Bizepsreiz. Diese Übung sollte im Prinzip nie im Trainingsplan fehlen. Hier sind wir an einer Scott Curl Maschine. Werden die meisten von euch auch kennen. Im Prinzip ist das nur eine Ablage für die Oberarme von den Herrn Larry Scott höchstpersönlich. Und diese Übung, diese Ablage sorgt vor allem dafür, dass wir die Arme noch weiter isolieren. Wir können, wie bei den klassischen Langhantelcurls, theoretisch mit dem Oberkörper nicht mehr mitschwingen und können nicht mehr so viel helfen. Weder mit dem unteren Rücken noch mit den Schultern. Da wir hier recht isoliert vorgehen. Wir stellen die Höhe so ein, dass wir mit den Achseln kurz da drüber kommen, mit den Schultern gerade drüber sind. Nicht so hoch, dass wir nur noch mit dem Ellbogen aufsetzen, sondern wirklich so, dass wir richtig schön drin sitzen. Greifen uns dann das Gewicht und können das dann von hier aus machen. Hintern dabei schön nach hinten. Umso weiter wir damit nach vorne gehen, desto eher neigen wir wieder dazu, den Oberkörper zu nutzen. Umso weiter wir nach hinten gehen und uns wirklich vorne überlehnen, desto mehr ist der Bizeps isoliert und wir können gar nicht helfen. Bei dieser Übung, das ist eine der wenigen Übungen, wo die Oberarme vor dem Körper sind. Bei den Langhantelcurls hatten wir sie neben dem Körper, ansonsten bei Schrägbankcurls haben wir sie hinter dem Körper. Hier, erinnert euch noch an die Anatomiesendung, haben wir es vor dem Körper. Und weil wir es vor dem Körper haben, benutzen wir umso mehr den kurzen Bizepskopf mit, weil wir nicht in eine Streckung reingehen. Ja, im Prinzip können wir das hier auch mit den üblichen Variationen machen, die ich euch schon gezeigt habe.
Wir können das sowohl mit einer Langhantel machen, als auch, was man typischerweise macht, mit der SZ-Hantel. Und das auch wieder in einem engen Griff oder in einem breiten Griff. Was für euch komfortabel ist. Ich zeige es euch jetzt mal mit dem engen Griff. Hier geht es hoch in die Spitzenkontraktion. Versucht dabei nochmal möglichst den Muskel anzuspannen, denn da die Unterarme hier senkrecht sind, so könnte ich das Gewicht jetzt eine Stunde halten. Der Bizeps wird dabei kaum noch angespannt. Deswegen einmal richtig anspannen den Bizeps und Arm machen. Spannung. Und wieder hier hoch. Das ist die Variante mit der SZ-Stange. Jetzt zeige ich euch als nächstes die Variante mit der Kurzhantel. Tada, eine Kurzhantel. Nicht auf Gewicht achten. Jetzt machen wir mal die Scott Curl Übung mit einer Kurzhantel. Im Prinzip ist das nichts anderes als das, was wir gerade gelernt haben. Wir nutzen die Vorzüge dieser Scott Bank und damit unserer Oberarmstellung und der Isolation jetzt nur, indem wir die Arme einzeln trainieren. Der große Vorzug ist hier, dass wir die Handstellung von der maximalen Supination bis zur maximalen Pronation anpassen können, da wir eine Kurzhantel haben. Das heißt, wir können uns hier reinbegeben und das ganz normal machen, wie wir es mit einer Langhantel theoretisch machen würden. Hier bin ich jetzt in einer maximalen Supination. Oder was wir auch machen können, ist das Ganze im Hammergriff nach oben führen. Oder mehr der Exot darunter, in einer Pronation. Was das Ganze bewirkt, haben wir schon vorher gelernt. Umso weiter ich in die Supination gehe, desto mehr ist der lange Bizepskopf beteiligt. Und desto weiter ich in die Pronation gehe, desto mehr ist der kurze Bizepskopf beteiligt und auch der Brachialis. Ansonsten gilt das Gleiche wie bei den SZ-Scott-Curls. Die Sitzstellung bleibt die gleiche. Jetzt haben wir das nur mit der Kurzhantel. Und denkt daran, nicht den anderen Arm vergessen. Den einen vor, den schwächeren, machen wir zuerst. Und mit dem stärkeren machen wir genauso viel Wiederholung wie mit dem schwächeren. Und schon habt ihr die gleiche Variante mit der Kurzhantel. Was ihr übrigens auch machen könnt, ihr müsst nicht die spezielle Bank benutzen für die Kurzhantel-Curls. Ihr könnt auch eine ganz normale Sitzbank nehmen, auf die Höhe einstellen, wie ihr sie haben wollt. Dann könnt ihr auch die Schräge beeinflussen und euch da einfach hinstellen und das Ganze machen. Hauptsache, ihr habt eine Auflage für den Oberarm. Nur darum geht es dabei. So, hier sind wir jetzt an der Scott Curl Maschine. Scott Curl, wir sehen wieder, dass man hier die Oberarme aufsetzt. Und im Prinzip müssen wir die auch nur so weit einstellen, dass wir mit der Achselhöhle grob darüber sind. Das heißt, wir versuchen nicht nur den Ellbogen aufzusetzen, sondern wirklich darüber. Und das Gute an dieser Maschine ist, dass wir hier Griffvariationen haben, da sich die Griffe drehen. Das heißt, wir können ihn wirklich ganz individuell anpassen. Normalerweise ist das mit dem Hammergriff hier nicht möglich, aber zumindest so, dass wir gemütlich greifen können. Ja, und das Ganze können wir beidarmig oder einarmig machen. Wichtig ist, das hier gehört zu den Scott-Übungen, das gehört zu den Übungen für den Oberarm, der vor dem Körper ist. Und die Ausführung, die richtige, sieht so aus, dass wir unseren Hintern richtig schön weit nach hinten tun. Dann neigen wir nämlich auch nicht dazu, wenn wir den nach vorne schieben, dass wir mit dem Oberkörper zurückgehen. Schön weit nach hinten, dann sind die Arme isoliert. Maximal kontrahieren, bisschen halten, langsam zurückgehen bis kurz vor der Streckung und wieder hoch. Und dann gibt er richtig Tinte auf den Füller. Das ist eine Übung, bei der wir den Oberarm nicht strecken, im Gegensatz, wenn der Oberarm hinter dem Körper ist. Und das geht vor allem dann wieder ein Stück mehr auf den kleineren Anteil der Bizepsmuskels. So, ich hoffe, auch diese Episode hat euch gefallen und jetzt gehen wir vor allem mal in die Praxis über und dabei nicht genug. Beim nächsten Mal ist der Trizeps dran, der ist natürlich auch ziemlich wichtig. Insofern abonniert den Kanal, wenn ihr diese nicht verpassen wollt, die Glocke obendrein und kommentiert und liked fleißig, damit ich weiß, das gefällt oder was auch nicht gefällt. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.